Der EHC Lustenau empfing in der Alps Hockey League zu Hause die Sterzing Broncos. Bereits vor Spielbeginn wurde den Gästen ein Spendenscheck überreicht. Aufgrund von Schneemassen war deren Eishalle eingestürzt und muss nun wieder aufgebaut werden. Mit dem Anpfiff wurden dann aber alle Freundlichkeiten beiseite gelegt. Von Beginn an schenkten sich die Teams nichts. Dank starker Leistungen der beiden Stoßmänner ging es aber mit einem 0:0 in die erste Drittelpause. Im zweiten Spielabschnitt erhöhte Lustenau das Tempo und wurde schon nach 64 gespielten Sekunden belohnt. Nach Vorarbeit von Renat Kagels und Kapitän Max Wilfan bezwang der lettische Stürmer Artus Osolins den Gästetorhüter mit einem platzierten Handgelenkschuss. Lustenau hielt das Tempo weiterhin sehr hoch und kam zu Möglichkeiten im Minutentakt. Es dauerte bis zur 39. Minute, ehe Lustenau abermals jubeln durfte. Nach schöner Vorarbeit von Stefan Udina und wiederum Max Wilfan war es Kristal Wies, der die Scheibe im Gehäuse unterbrachte. Doch der Jubel währte nicht lange, denn nur 41 Sekunden später erzielten die Sterzinger durch ein sehenswertes Solo von Dante Hanon den Anschlusstreffer. Mit dieser knappen Führung für Lustenau ging es in die zweite Pause. In der 9. Minute des letzten Abschnitts war es Lustenaus Kapitän Max Wilfan, der die vermeintliche Vorentscheidung mit dem dritten Treffer herbeiführte. Erst eine kleine Bankstrafe für Lustenau 4 Minuten vor Spielende brachte Sterzing wieder ins Geschäft. Diese Powerplay-Möglichkeit ließen sich die Gäste nicht nehmen und erzielten 3 Minuten vor Schluss den Anschlusstreffer durch Trevor Gutsch. Nach einem Timeout für Sterzing ersetzte der Gästetrainer den Torhüter durch einen 6. Feldspieler und im Lustenauer Verteidigungsdrittel brannte der Hut. Einer stabilen Verteidigung sowie einem glänzend agierenden Lustenauer Torhüter Anthony Marone war es zu verdanken, dass schlussendlich ein 3:2 Erfolg auf der Anzeigetafel stand. Nach 4 Ligaspielen ohne vollen Erfolg kehrte somit Lustenau auf die Siegerstraße zurück und hat in der Tabelle den Anschluss an das Spitzenfeld gehalten.